Ich bin hier Max Wirm von Ground & Pound TV. Ich stehe hier einmal mit Matthias Schuck, der gerade den Titelkampf gehabt hatte gegen den Jonas Bildstein, und mit dem Human Nick, der halt auch die Humans Fight Night macht, den Tough Gym hat in Hamburg und der Stand-Up-Trainer ist von Matthias. Matthias, war ein harter Kampf gewesen, also auch am Anfang wirklich so, echt, das ging ja hin und her. Wie hast du den Kampf erlebt? Ja, also zum Anfang hat es ganz geklappt so. Also ich habe mir das ja im Coach alles so zurechtgelegt. Also eigentlich normalerweise denken ja die Leute, ich bin typischer Ringer, so runter auf dem Boden. Mhm. Aber diesmal haben wir den Spieß ein bisschen umgedreht. So, ich habe viel im Stand-up gemacht, also vielen Dank an meinen Coach, der hat mich obenrum richtig fit gemacht. Mhm. So, und erst hat es eigentlich gut funktioniert. So, ich bin auch gut rausgegangen zur Seite, habe zwar auch ein paar harte Treffer am Stand immer kassiert, konnte aber selber auch meine Führhand immer vorbringen. Aber irgendwie bin ich nachher, als die erste Runde vorbei war, ich hatte ihn einmal im Boden auch. Und da habe ich mich auch ein bisschen wohlgefühlt so, ne? Mhm. Da hat es auch geklappt. Aber ich habe in der zweiten, dritten Runde versucht zu, da habe ich nicht mehr geschafft runterzubringen. So, ne? Mhm. Ich will mich auch nicht rausreden. So. Der Boden war zwar ziemlich glitschig, so, ich konnte mich nicht vorbereiten, mhm. habe nicht geschafft, so, meine Takedowns durchzubringen. Ne? Mhm. Und ja, und dann bin ich irgendwie meinen alten Trott wieder verfallen, habe sehr viel mit Kraft geschlagen. So. Mhm. Ja, das war irgendwie scheiße. So. Und in der fünften Runde nachher war ich auch ehrlich, da war ich ehrlich gesagt richtig platt. Mhm. Da war ich im Arsch, auch konditionell. Ich habe mich nur noch oben gehalten, weil ich meinen Coach nicht enttäuschen wollte. So. Wollte einen Kampf abgeben für die Leute. So. Also, mhm. So, ich habe alles gegeben. So. Also ohne, Glückwunsch an Jonas, ne? Keine Frage. Für so einen Jungen, also super, super stark. Ne? Also ich muss auch wirklich sagen, also, es war wirklich ein Hammerkampf gewesen. Und eigentlich bis zur vierten Runde habe ich dann auch selber, also wenn ich jetzt punktlicher gewesen wäre, was ich bin, es ging hin und her. Er angeschlagen, ja? Der wollte ich shooten, ich bin ja. nicht weggekommen. Ja. Dann war ich angeschlagen, er hat es auch mitgekriegt, so ich wieder weg. Und oh, ein Hin und Her. Also, ja, war, und ich habe das auch voll ausgeglichen gesehen. Ich habe also, hab mich gefühlt wie in der UFC. Nee, aber ich habe auch gedacht, das war bis dann echt ausgeglichen. So. Ich hätte es gar nicht gewusst, von wegen, also ich hatte es eigentlich Runde 2-2 so für mich selber gehabt. Ne? Und habe jetzt echt gedacht, so die letzte Runde, und dann hatte ich auch echt gefühlt, das war bei dir die Puste nachher irgendwie, ne? Ja, in der fünften Runde. Also mhm. ehrlich gesagt, wenn ich über drei Runden gegangen wäre, dann hätte ich mir, ausgedacht, so Punktsieg hätte klappen können. Mhm. Aber über die fünf Runden, das war ganz schön, also war schon heavy so. Also mhm. war mein erstes Mal über fünf, das war auch kurzfristig, aber egal. Mhm. Und als ich im Boden dann war in der fünften Runde und am Ringende lag, so, ne? Mhm. Da hat er natürlich gut nachgesetzt, ist ja klar. Ich habe auch jeden Schlag gemerkt, so, den er abgegeben hat. Bloß ich lag auch so blöd, mein Arm. Ich weiß nicht, ob die Leute das auch sehen konnten. Mein Arm war hinter dem Seil auch. Ich konnte meinen gar nicht mehr Kopf schützen. So. Der Kampfrichter hat es dann auch zu mir gesagt, sorry, habe ich nicht gesehen oder keine Ahnung. Vielleicht hätte er da abbrechen können, eine Mitte weitermachen können. Mhm. Dann hätte ich ihn mir ranziehen können. So, ne? Mhm. Dann hätte er nicht abbrechen müssen, dann hätte ich wenigstens über die Zeit gehen können. Ne? Aber so, naja, schade. Ja, ich habe auch gedacht, also, am Boden, du bist ja auch am Boden, trainierst du, glaube ich, auch mit dem Berserker-Team. Ne? Ja, genau. Also ja. Boden, da machen die Besäckers mich fit. So. Also ja, der wurde auch der Peter Sobotzer früher war. Ja, ne? Genau. Ja, genau. Und, habe ihn jetzt zwar nicht oft getroffen, so, aber ich bin halt bei Buggy und den Besäckers. Das ist ein gutes Team da. Mhm. Ja, und dann natürlich auch bei den Human. Und der Human, der ist jetzt der gewesen, der sich im Stehen halt fit gemacht hat. Human, ist denn so alles so gelaufen, wie du es dir so im Stand, so wie es dir vorgestellt hast? Ich bin total stolz auf ihn. Also, er hat super Kampf gemacht. Also, es ist, ich will nicht sagen, es ist keine Ausrede natürlich. Es hat aber halt so ein bisschen, hat in uns einfach nicht gepasst von Anfang an alles. Er durfte keine Suplex machen natürlich. Es ist einfach so, jeder Boxer, jeder MMA-Kämpfer, wenn er einen Stil hat und wenn die Regeln dann anders gegen ihn spricht, dann natürlich dann versucht er seinen Stil zu ändern. Und das ist das genau das gewesen. Wir versuchen kurzfristig das machen, was er nicht macht. Natürlich, wenn es um Suplex haben die gesagt, gibt es gerade Disqualifikation. Wer jemand ihn kennt, alle wissen, Matthias ist ein guter Mann, der für Suplex machen. Mhm. In Frankreich, auch vor zwei Wochen in Schweiz. Dadurch bringen die Leute runter. Er musste heute durch Takedown-Leute runterbringen. Der Boden ist rutschig. Ist immer noch keine Ausrede. Ich sage nur halt einfach, dann ist sein Kopf auch ein bisschen anders. Oben hat er sehr gut gearbeitet. Mhm. Ich bin super, super, super stolz auf ihn. Mhm. Er ist halt geboxt wie Mike Tyson. War echt gut. Bis dahin habe ich auch gesehen, dass es ausgeglichen war. Immerhin hier super Kampf. Jonas hat mich richtig überrascht. Also ich habe ihn nicht vorgestellt. Er war richtig auf ihn gut vorbereitet, hat man gemerkt. Und er sollte ihn dann Matthias ab zwei Runden runterbringen. Hat der Versuch, hat man auch gesehen, zweimal ausgerutscht. Das hat einfach nicht gepasst, einfach heute alles. Mhm. Und letzte Runde, ich war halt einfach sauer, einfach halt natürlich, halt professionelle Veranstaltungen, professionelle Ringrichter, alle super Leute. Und wenn ich zu einem Ringrichter hinlaufe, dass ich eine Distanz von einem Meter habe, und wenn ein Ringrichter sagt zu mir, er hat mich nie gehört mit seinem Arm. Man hat gesehen, jeder Kampf heute Abend, wenn die kaum in der Ecke waren, wurden in der Mitte gebracht, wurde abgebrochen. Ja. Sein Kopf war teilweise hinter dem Seil, seine Hand war hinter dem Seil, er konnte sich gar nicht schützen. Er kriegt fünf Schläge noch hinter den Kopf. Ich schreie ganz Zeit, guck das an. Ich sage, brich ab, brich ab, brich ab. Und er ignoriert mich einfach. Und deswegen habe ich das ein bisschen zu persönlich genommen. Deswegen war ich halt sauer einfach. Es ist keine Ausrede. Da habe ich keinen Bock mehr, habe ich gesagt. Komm, Handtuch und gehen wir raus. Und dann sagt Gesundheit ist mir auch wichtiger dann einfach. Aber
Das war einfach, das fand ich nicht so professionell einfach, mhm, beim Referee-Bereich, dass hier passiert ist. Und wenn man sagt, dass er mich nicht gehört hat, glaube ich das einfach nicht. Mhm. Aber war super Kampf, ich gratuliere Jonas, auf jeden Fall, der hat super Kampf gemacht. Ich bin stolz auf Matthias, das ist ein super Kampf gewesen. Und ich sage immer, jeder kann fallen, jeder Weltmeister kann fallen, aber nicht jeder kann aufstehen. Aufstehen, genau. Aber Matthias, ja, will wieder aufstehen. Genau, so er will wieder kommen und dann wird es zeigen. Ich glaube, es geht wirklich auch darum, es geht darum, wie man fällt, es geht darum, wie man aufsteht. Und ich glaube auch von wegen der Jonas, ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, der hat ja voller Hochachtung von dir gesprochen. Ich habe es leider nicht angeguckt, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich bin für sowas nicht zu haben. Also vor dem Kampf bin ich immer auf Krieg eingestellt so, und nach dem Kampf kann man Freunde sein. Das ist gar kein Problem, das ist ein absoluter Ehrensport. So. Also ich schätze das super, das sind wie die Gladiatoren früher. Ne? Und vor dem Kampf ist vor dem Kampf, dann ist Krieg angesagt. So. Und nach dem Kampf, da kann man sich auch die Hand geben und kann sagen, Mensch, Digga, war alles gut und alles okay so. Ne? Aber vor dem Kampf, ich hab's nicht so mit den ganzen Statements und sowas alles vorher. So bin ich nicht so der Typ für. Der so. Typ für. Aber wie gesagt, der hat sich also wirklich super, also positiv über dich geäußert und da hat man schon gemerkt von ihm, der stellt sich auch unglaublich gut wahrscheinlich auf dich ein und das hat er ja auch getan und so, aber der Kampf war wirklich einfach Spitzenklasse und ich denke auch, man kann es dann Human anschließen, also bei so einem Kampf gibt es eigentlich keinen wirklichen Verlierer, also es gibt eine ganze Menge Gewinner und die saßen alle im Publikum und ja, ich wollte... Also, ich hoffe, wir haben fürs Publikum eine gute Show abgeliefert. So. Ohne Frage. So, ich habe wirklich alles, ich habe mein Schweinhund überwunden. Also 5 Runden ist wirklich hart, Alter. Ist heavy. Also das ist das Allerschlimmste, was es gibt. So, ne? Aber es ist trotzdem geil, so, dass man es halt durchgehalten hat. So, ne? Dass man es halt bis zum bitteren Ende geht. Und ich bin auch nie ein Typ für die Abklopfung oder was weiß ich. Ne? Na gut, bam, dann gibt es halt eine an Wilsing. So, ne? Und naja. Nee, aber wirklich, also, da kann man sich echt nur im Namen aller Zuschauer bei dir bedanken, weil da war wirklich ein toller Kampf. Und Human, an dich habe ich aber noch eine Frage. Also du treibst ja so lange jetzt schon wegen mit dem Kickbox im K1 rum und so. Und was ist mit MMA? Wann kommt denn mal eine Human's Fight Night von wegen mit MMA? Also ich war schon dieses Jahr in Planung, ein MMA-Event zu machen. Und ich will schon meinem Bruder jetzt so überlegen, dass nächstes Jahr vielleicht genau wie Human's Fight, die ganz groß gemacht haben. Ich meine, ich war mit die Ersten, die ein Event in Eurosport aus Deutschland gebracht haben und mit einem 8-Mann-Turnier in Norddeutschland, oder in Hamburg angefangen haben. Und möchte mir jetzt vielleicht nächstes Jahr einfach ein MMA-Event machen. Es ist noch nicht klar, wie und wann genau richtig, aber ist im Plan. Das ja, weil ich meine, du warst ja auch mit M1 immer unterwegs und so, von wegen, also es du ist bist auch schon ja im Gespräch, die sagen natürlich auch für nächstes Jahr ein M1-Event in Deutschland soll es stattfinden, aber da muss auch eine Gespräche gucken, ob alles klappen wird oder nicht. Auf jeden Fall, es ist schon etwas in Planung, aber Ground Pound wird der Erste sein, das auf jeden Fall erfahren wird. Du, dann nehmen wir dich beim Wort, du. Und wehe nicht, du. Habt ihr beide noch irgendwas den Zuschauern zu sagen? Danke an Ground Pound, der immer aktuelle Berichte bringt, uns immer entgegenkommt, für uns Werbung macht. Wir machen viel Werbung und super Seite. Wir können über alles mehr erfahren. Also danke euch vielmals. Und danke der Veranstaltung, dass es die Möglichkeit gegeben hat, auch dass hier am Vater Matthias kämpft. Und ja, danke dem Publikum nochmal. Ja. Matthias, hast du noch irgendwas dazu hinzuzufügen? Ja, was soll ich sagen? Also wirklich, also Ground Pound ist eine geile Seite so. Da bin ich tagtäglich drauf in meinem Studio. Ich habe eigentlich das Fitnessstudio auch. Und da bin ich tagtäglich drauf und gucke mir alles haargenau an. So. Damit ich ganz genau weiß, was in Deutschland so vor sich geht. Und ja, die sollen so weitermachen, wie es bisher gemacht haben. Und ja, ich bleibe auch am Ball. Also der Kampf hat mich ziemlich weit nach vorne gebracht. So. Also ich bin noch nie so weit so eine Rundenzahl gegangen so, und sehr geil. Also sehr geil. Ich merke, ich bin auf dem richtigen Weg so von der ganzen Arbeit her, so vom konditionellen Bereich und so. Also es passt schon. Also ganz komisch, habe ich bei dir das Gefühl, der Kampf hat dich heute richtig heiß gemacht. Kann das sein? Also, ich glaube, du hast jetzt richtig Blut geleckt eigentlich erst, ne? Ja, Blut geleckt habe ich ja schon sowieso. Ich hatte ja am Anfang des Jahres, soll ich ja bei M1 Challenge kämpfen, da hatte ich ganz schwer Lungenentzündung und dann war ich ganz schön abgefuckt. So. Da war ich ganz schön im Arsch auch. So, und dann habe ich jetzt vor 3 Wochen das erste Mal in der Schweiz wieder gekämpft. Das hat Human für mich organisiert. Ich wusste ja gar nicht mehr, wie ich drauf bin. Da habe ich meinen ersten Kampf wieder gewonnen. So. Ich war total aus dem Häuschen. Und dann war ich, also Feuer und Flamme bin ich immer. Ne? Also ich bin ein Fighter so. Also für mich ist das mein Sport. Ich bin zwar lebenlang Ringer. So. Ich ringe schon seit meinem 6. Lebensjahr. Der Ring ist auch mein Muttersport, so, wo ich mit Herzen dabei bin. Aber das MMA ist absolut das Oberste. So. Da kann ich gucken, also kann ich wirklich sehen, mein Ring bringt mich echt nach vorne. Ja, also ich bleibe am Ball so, ne? Das ist absolut das. Und wir bleiben an dir dran, ne? Matthias, vielen herzlichen Dank. War ein super Kampf. Danke. Human, danke. Wie immer eine Freude mit dir. Ne? Danke. Ne? I'm